Bienen hole ich später und ich sollte eigentlich das Inventar mal ausmüllen, aber okay. Haben wir Kaktus? Ja, haben wir. Du da rein, 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 weg. Weg, 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 weg. Invasikel, na, die behalte ich nochmal. Also, wir haben Kakteen, wir haben Flower, nein. War Rose und. Doch, Flower. Wir haben keine. Das ist unsere einzige gelbe Blume. Und unsere einzige Rose. Das ist doch mau. Okay. Also eventuell kommt demnächst. Ah, ich habe Licht vergessen. Eventuell kommt demnächst ein Zeitraffer, wo ich nur Blumen pflücken gehe. Das ist. Yeah, okay. Da. Da habe ich Fackeln dabei. Ja. Bitte setz Fackeln überall. So, sollte reichen. Ja. Okay. Fangen wir mit dem River-Biom. Das müsste am sichersten sein. Das ist jetzt einfach. Sagen wir mal, ja, erstmal brauche ich die Scented Hives. Das ist richtig. Also komm hier. Da ist die Mitte. Komm hier mal 4 Stück davon hin. Und da auch noch 4 Stück. Und da hinten kommt irgendwas hin, um das Ganze zu blocken. So, du weg. Kann ich hiermit das vielleicht füllen? Ich sehe nicht, ob sich's füllt. Ja, tut's. Ich muss es jetzt aber jedes Mal. Ich müsste es dann jedes Mal raufbloppen und dann rechtsklicken und dann wieder einsammeln und. Nee, komm. Ich probiere es mal anders. Du dahin. Wir benutzen einfach die Cans. Ja, dezent. Einfacher. Klick, klick, klick. Ich hätte einfach die Cans füllen können unten in dem Flüssigkeitsding. Ich hätte das super Ding hier gar nicht bauen müssen. Okay. So, du rein, du rein, du rein. Du rein, du rein, du rein. Du rein, du rein. Konnte man sie instant rausholen? Ja. Plop, 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 plop. So, dann bauen wir da einen hin. Bist du schon Wüste? Hä? Du bist schon Wüste. Gott, das ist jetzt nicht so schön. Hier ist schon Magical Forest. Hier ist River. Okay, ich baue mal 2 davon. Und baue dann eine rote, eine gelbe dahin. Die Magical Forest wäre wahrscheinlich das gleiche. Also ich könnte testweise hier auch noch ein paar Bienenkörbe hinpacken. Weil die Reichweite soll eigentlich recht groß sein. Also selbst ein Bienenkorb hier müsste noch das da abbekommen. Da gab es sogar bei den Bienen Wert, glaube ich. Das war Pollunate oder Pollunate oder so ähnlich. Also in was für einem Bereich sie Blüten bestäuben. Wobei das wiederum für die Baumzucht wichtig war. Hast du schon abgefahren, wie viele Details es inzwischen bei Minecraft gibt? Also mit den ganzen Mods, aber gut. Kaktus. Für Kaktus müssten wir allerdings den Dirt wieder wegmachen und Sand dahin pappen. Zumindest für den Kaktus. Okay, ich setze einfach mal 2 Kakteen und dann passt das schon irgendwie. Gib mir Sand. Oh, und wo wir gerade hier sind. Ich guck mal ganz kurz, wie viel. Ob ich genug Ressourcen habe für diese Deep Storage Units. Ja, okay, ich brauche komisches Zeug und ich brauche ein Tesseract Frame. Ja, warum nicht? Strongbox. Bau davon mal 4. Ach, das Glas. Okay, das ist ein Genickbrecher gerade. Also generell wurde schon mehrfach vorgeschlagen, ich soll Deep Storage Units benutzen für zum Beispiel Cobblestone. Weil ihr seht ja schon, es sammelt sich ziemlich flotter drin. So. Und ich baue zwar immer hier nach und das können wir auch später automatisieren, aber je mehr Maschinen ich baue, desto mehr Zeug wird im System rumfliegen. Und da wäre es praktisch gerade für die Sachen, die sehr häufig vorkommen, wie Stein, Sand, Holz und so weiter, jeweils eine Deep Storage Unit zu haben. Aber ihr konntet schon sehen, die waren recht heftig vom Preis her.
Also Tesseract Frame ist nicht so schlimm. Ne? Das Zeug haben wir ja inzwischen alles. Was aber eher das Problem sind, sind die Dinger hier mit dem Glas. Weil ich das momentan noch von Hand machen muss und das ist dann nervig. Aber definitiv machbar. Ich baue noch ein paar mehr davon. So. Weg, 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 weg. 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 So. Komm schon, einer von euch muss doch irgendwann mal fruchten. Spawning 50%, Spawning 55%. Oh. Ist die Anzeige neu? Die war mir vorher gar nicht aufgefallen. Okay. Du weg. Obwohl, warte mal. Von der Symmetrie her... Ich brauche das Dirt wieder. Gib mir... Da muss jetzt der Hive hin. Da muss der Hive hin. Und hier... muss der Sand hin. Ich weiß nur nicht, ob ich den Kaktus dann da bauen kann, wenn direkt daneben der Hive ist. Denkfehler. So, wir brauchen die Dinger hier. Da und da. Da und da. So, nochmal das Ganze. Schon besser. Du, da, du. Ja, geht nicht. Okay. Das heißt, wir müssen das Ding noch einmal verlegen. Und zwar... Ja, wohin? Dahin wird auch nicht gehen. Okay, kann ich euch abbauen, ohne dass ihr kaputt geht? Ja, sehr gut. Ihr werdet wahrscheinlich euren Spawning-Wert da oben verlieren, aber das ist okay. Du setz dich mal dahin. Wir bauen einfach hier an den Rand das ran. Hier. Komm mir irgendwie gerade vor wie ein Zahnarzt, der Löcher füllt. Ich weiß auch nicht. So, da ein hin. Ich weiß nicht, ob ein Kaktus reicht für die Bienen, aber ich hoffe es mal. So. Und dann kommen hier die beiden hin. Ja, sieht okay aus. Ich hätte es gerne andersrum gehabt, aber was soll's und was machst du hier? Du willst unsere Bienenfarm zerstören. Gib's doch zu. Heck. Wo kamst du jetzt her? F7, da kamst du her. Gehickt. Noch irgendwo irgendwas Spawnartiges? Da unten, ja. Mach das dann bitte zu. Du. Zu, zu. Sehr schön. Hier spawnt nichts mehr. Okay, F7, zack. Und jetzt die Dinger hier, die hatten eben schon Artificial Hive. Die haben keine Anzeige mehr. Sind die jetzt fertig? Nee, die sind leer. Das ist nicht schön. Also ich bin mir ziemlich sicher, dass ich sie jetzt nochmal eintunken muss. Aber ich will testen. Ich nehme jetzt einmal so einen Scoop. Scoop, die doop, die doop. Bau das Ding ab. Und krieg einen ganz normalen Official Hive. Okay. Das war also wieder ein Flop. Das wäre jetzt schon in einem River-Biom mit zwei Blumen in der Nähe der, ich glaube, vierte oder fünfte Flop. Das heißt, es lässt langsam Muster erkennen. Entweder ist das wirklich eine Heidenarbeit, mal so ein Ding zu bekommen. Oder wir brauchen irgendwelche anderen Pflanzen im Riverbiom. Oder wir brauchen mehr Pflanzen. Oder die brauchen mehr Platz. Oder, ne? Gibt dezent viele Gründe dafür. Ich glaube, ich jetzt einfach mal... Naja, wenn ich die random einfach so verteile, verballere ich mein ganzes schönes Samenöl. Ist auch irgendwie schade. Kann ich die stapeln? Testen. 9911. Scheint zu arbeiten. Baue einen Turm aus Bienengerben. Einen riesen Bienenkorb aus Bienengerben. Und währenddessen arbeite ich mal ein bisschen weiter und schmeiße einfach meine ganzen Sachen weg.
So, wir können jetzt immer schon mal planen, was wir so in den nächsten Folgen machen und jetzt gleich im Zeitraffer. Also ich denke, im Zeitraffer werde ich die Wände da unten bauen, den restlichen Boden hier machen und das reicht auch schon erstmal für einen Zeitraffer. In den nächsten Folgen, das mit dem Turm, das braucht ein bisschen länger. Dieses Netherportal nach unten versetzen. Das ist nicht wirklich eine große Aufgabe. Das könnte die nächste Folge machen. Wir reißen einfach das hier oben alles ab. Können wir das mit Mac Pickington? Müsste eigentlich gehen. Hau mal testweise drauf. Ja, dauert aber immer noch ziemlich lange. Oh, stimmt, das hat auch so ein grünes Häkchen da oben. Currently harvestable. Sehr schön. Also nächste Folge das da abreißen. Und die Wand hier muss weg. Sie hat uns zwar früher gute Dienste geleistet, aber jetzt steht sie im Weg, weil da muss eine Brücke hin. Und wir brauchen sie echt nicht mehr. Also es wäre schön, später irgendwo in unserem Würfel oder in der wirklichen Welt oben drüber. Achso, du bist nur eine Fake-Wolke. In der wirklichen Welt oben drüber oder irgendwo anders eine richtig schön große Wand zu haben aus irgendwie allen Gegenständen oder so. Aber hier im Würfel hat es momentan nichts mehr zu suchen. Die Smeltery hat da übrigens auch nichts zu suchen. Die hat hier oben gar nichts zu suchen. Einmal macht es nicht wirklich Sinn, das Ding auf eine Holzplattform zu setzen. Und ich weiß, Logik in einem fliegenden Würfel über einem Nichts zu betreiben, ist ein wenig fragwürdig. Aber ich finde es trotzdem komisch, das Ding hier einfach so stehen zu haben. Und hier unten muss auch Koppel später wieder hin. Das heißt, wir könnten dafür unten theoretisch irgendwo einen Raum nehmen. Alternativ könnten wir auch endlich mal mehrere davon bauen. Also wenn wir schon unten im Keller irgendeinen Raum uns aussuchen, könnten wir auch drei oder vier Smelteries bauen für jeweils die wichtigen Legierungen. Also Invar, Elektrum, Bronze, das war's auch, glaube ich, schon. Ja, das sind die wichtigsten, die mir gerade so spontan einfallen. Ne, das wäre keine schlechte Idee. Haken war nur Seared Bricks. Warte, wenn ich Bricks teste einfach nochmal. Haben wir noch Bricks? Jo. Du, schnell wieder rein, bevor ich alle verballer. Seared Stone. Wenn ich Bricks hier reinlege und Seared Stone raufschmeiße, dann kriege ich nicht die da. Na komm. Sondern die hier. Wie kriege ich euch schnell? Euch konnte ich nicht gießen. Euch musste ich aus einzelnen Bricks zusammenschließen. Das heißt, ich müsste das Ding hier wieder benutzen. Das heißt, wir würden dann Item Duct, nee, einen Fluid Duct hier hinsetzen, hier eine Gussform für Barren und dann einfach ganz viele Steine reinschmeißen. Ja. Das wäre kein Problem, denke ich. Okay, das wäre auch für nächste Folge ein guter Plan. Und ich sollte mir jetzt nicht zu viel vornehmen, sonst schaffe ich das wieder alles nicht. Und werde wieder panisch und fliegt nur noch hin und her. Also, nächste Folge, Netherportal runtersetzen, Seared Bricks gießen und die Wand abreißen. Dün. Unser erster Bienenstock. Also, richtiger Bienenstock. Zing. Ding, 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 ding. Und unsere ersten selbstbekommenen Bienen. Modest. Ah. Modest. Rechtsklick. Beebait. Nein, ich wollte gucken, was man mit wem züchten kann. Modest und Meadow macht Arid. Dead Bush. Was? Die Great Chance, Death Chance. Oh, das ist alles neu. Sehr schön. Also, es ist schon länger her, dass ich mich mit Bienen beschäftigt habe, aber ich mochte Bienenzucht früher ganz gerne. Aber anscheinend hat sich Forestry doch ziemlich geändert. Und Gendistry ist nochmal was ganz anderes, was ich auch noch gar nicht kenne. Das könnte interessant werden. Was mir primär wichtig ist, ist das hier. Weil früher musste man entweder sehr, sehr, sehr viel Geduld haben und ganz viele Schmierzettel oder mit dem Wiki arbeiten. Und jetzt ist alles im Spiel integriert und gehört wohl auch dazu.
Das heißt, wir können jetzt genau sehen, was wir mit was züchten müssen, um was rauszubekommen. Auch wenn die Chance ganz schön gering ist bei manchen Sachen. 12%. 10%. Frugal. Langlebig, normale Worker. Heißes Biom. Nach oben ein. Ausgleichbar. Ja, mit den Temperaturen ist es so eine Sache. Also die können in gewissen Biomen leben und dann haben sie aber auch nach oben und unten manchmal Toleranzen. Also wenn sie zum Beispiel in einem normalen Biom leben können und sie haben nach oben und unten Toleranz, kann man sie eigentlich fast überall hinpacken. Außer jetzt in Nether vielleicht. Und dann gibt es auch noch Trocken. Trocken? Weiß ich gar nicht. Also ich denke mal, Dschungel wird heiß und feucht sein. Und Wüste ist heiß und trocken. Und je nachdem muss man noch andere Bienen wieder zusammenzüchten. Okay. Ja, das wird mystical. Hihi. Sorceress. Achso, das sind auch die ganzen. Weil die ganzen Magie-Mods installiert sind, gibt es dementsprechend auch ganz viele magische Bienen, die für uns ja nicht so wirklich interessant sind momentan. Aber wir könnten sie trotzdem züchten. Ja, schön. Also, die zwei Sachen, die wir gemacht, die ich gesagt hatte, oder drei. Machen wir dann später in der nächsten Folge. Jetzt werde ich erstmal rumwuseln und ein bisschen Kleinkram machen im Zeitraffer mit Musik von Quarks. Also viel Spaß. Bye bye.